Mann gibt mit seinem Agentenkugelschreiber an. Er erklärt, dass es sich bei diesem Kuli um eine Pistole mit nur einem Schuss handelt. Oh nein, oh nein, oh nein. Er macht denn so. Das ist ein Agentenkugelschreiber, damit kann man schießen. Die dümmsten Todesfälle, die du je gesehen haben wirst, okay, Freunde? Manche Leute sterben wirklich relativ dämlich. Da denkt man sich danach so, okay, der Tod war wirklich sehr, sehr unnötig, Freunde. Was, Bruder? Es sind die sogenannten Darwin Awards, ja? Also man hat den Leuten dann sozusagen nachträglich sogar einen Award dafür gegeben, ja? Ich laber nicht lange. Ja, aktiviert die Glocke und jetzt geht's los mit dem Video. Anwalt Clement Vallandigham behauptet vor Gericht, dass das Opfer eines Mordfalls sich selbst erschossen haben soll. Um das dann zu demonstrieren, richtet der Anwalt die Waffe auf sich selbst und in der Tat die Waffe war geladen. Er hat den Fall zwar gewonnen, doch leider ist er jetzt tot. Nein! Was? Nein! Ey, da... was? Der Rechtsanwalt hat einfach... Der hat sich einfach vor Gericht dann selber erschossen, um das fortzuführen. Das kann nur in Amerika passieren, Freunde. Vielleicht sollte er nicht mit geladener Waffe in den Gerichtssaal gehen. Ein kleiner Tipp, ja? Oh mein Gott. Das ist wirklich sehr ärgerlich, sehr unnötig, ja? Aber immerhin... Prozess gewonnen. Ein südkoreanischer Mann im Rollstuhl ist angenervt, als er den Aufzug verpasst. Also rammt er mit seinem Rollstuhl die Aufzugtüren. Die Türen geben nach und dann fällt er den ganzen Aufzugsschacht herunter. Was? Hä? Sag mal, sind die Leute so... man kann auch denken, wenn man dagegen gegen die Türen fährt, dass da kommt dann einfach nichts. Und ich glaube, ich kenne das Video sogar. Ich war sehr verstört, als ich das geguckt habe. Davon gibt es nämlich Überwachungskameraaufnahmen. Der rammt wirklich die ganze Zeit Türen. Irgendwann gehen die Türen dann auf oder die macht halt kaputt und dann fällt er da einfach runter. Das ist echt unnötig. Bro, das hättest du echt überleben können, Junge. Runter in den Tod. Was für ein Absturz. Mhm. Absturz. Wortwörtlich an dieser Stelle, ja. Ein Mann möchte seinen Kamin reinigen, indem er einen Besen durch den Kaminschacht fallen lässt. Okay, Besen durch Kaminschacht. Es gibt sowas wie einen Schornsteinfeger, den kann man beauftragen, ja, gibt es. Weiter der Plan. Damit der Besen aber genug Gewicht hat, befestigt er eine Handgranate am Besen, die leider sofort in die Luft fliegt. Er wollte ein Gewicht, okay, warum auch immer er noch mehr Gewicht daran brauchte, keine Ahnung. Na, was wiegt hier viel? Ah, zufällig liegt dort die Handgranate hier auf meinem Schreibtisch. Ja, also, sorry. Ey, ich habe mit den Leuten echt kein Mitleid, ja? Ja, was für ein Fail. Nummer 7. Ein Mann baut sich einen Schlitten aus der Schutzpolsterung von einem Skiliftmast. Okay. Masten von Liften sind ja immer so Schutzkissen angebracht, damit man sich nicht verletzt, wenn man mal dagegen fährt. Jetzt rodelt er den Abhang runter und kracht genau in den Mast, wo er vorher das Schutzpolster entfernt hat und stirbt. Oh. Also, der hat sich wortwörtlich sein eigenes Grab geschaufelt. Oder sein Grab... abgerissen quasi, ja, also auf Skibahn sind ja manchmal diese fetten Masten von den Gondeln, die da hochfahren. Wieso macht er die da ab? Das ist auch nicht nur gefährlich für ihn selber, sondern auch für alle anderen Menschen. Gott. Baut sich daraus Nummer ein Schlitten. Also manchen Leuten fällt mir nichts mehr zu ein. Ein Mann gibt mit seinem Agentenkugelschreiber an. Er erklärt, dass es sich bei diesem Kuli um eine Pistole mit nur einem Schuss handelt. Oh nein, oh nein, oh nein. Er macht denn so. Das ist ein Agentenkugelschreiber, damit kann man schießen. Tot. Richtet das Ding auf seinen Kopf, drückt den Knopf und tötet sich selbst. Was für ein Trottel. Ja, was ein Trottel, vor allem. Also das ist, der wollte damit doch flexen. Der wollte damit angeben. Ja, die hat einen Schuss. Also es geht ganz schnell. Also ich muss wirklich nur so machen, drücken und das war's. Aber jetzt mal Spaß beiseite, ja? Er sagt hier so ein Trottel und so, und das ist natürlich ein bisschen amüsant. Aber die Leute sind danach tot, ne? Ey, stell dir mal vor, das muss der Familie überbracht werden. Dann fragen die ja so, wie ist der denn gestorben oder so? Dann sagt man ja, es war total dumm, ja, er wollte mit seinem Kugelschreiber flexen und hat es auf sich selber gezielt. Das ist doch doppelt traurig. Da wär ich als Familienglied noch trauriger, weil es so unnötig war. Ja, Altersschwäche oder Krankheit oder so ist schwierig vermeidbar. Vor allem, weil wir medizinisch auch sehr fortgeschritten sind, ja. Wenn da nichts mehr machbar ist, okay, dann kann man da nicht mehr viel machen. Aber das sind komplett vermeidbare Tode, ja. Ein Anwalt in Toronto demonstriert die Sicherheit der Fenster eines Hochhauses. Also wirft er sich mit voller Wucht gegen eine Scheibe, die... Ja, die Scheibe... er stirbt beim Aufprall. Die leider zerbrach und sie zerbricht doch. Fiel 24 Stockwerke herunter in den... Ach so, von drinnen! Der wollte von drinnen demonstrieren, wie stabil die Scheiben sind. Also der ist von drinnen, hat der Anlauf genommen und springt raus. Ja, erstens,
total dumm, das so zu demonstrieren. Und zweitens, ja, waren die Scheiben wohl doch nicht dick genug, ne? E. Frankel ist, oder besser war, sich sicher, dass er die mentale Kraft hat, Fahrzeuge zu stoppen. Also die mentale Kraft, Fahrzeuge zu stoppen, oh nein. Oh nein, er hat sich auf die Straße gestellt und er wurde einfach überfahren, oh nein. Und um das zu beweisen, stellt er sich auf die Schienen. Doch leider hält der Zug nicht an, das ist aber schade. Ja. Ja, das ist sehr schade. Genau wie diese Frau hier auf den Schienen. Was hat die da vor? Ich kann mir auch vorstellen, dass das sehr schlecht ausging, tatsächlich. Ein junger Mann aus Vietnam findet eine alte Sprengkapsel. Er wettet mit seinen Freunden, dass sie nicht mehr funktionieren würde. Er nimmt die Kapsel in den Mund. So oft lustig ist ja eine Wette. Klar kann man Glück haben und du gewinnst die Wette. Ja, und vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit sogar höher, dass die nicht mehr funktioniert. Aber was ist, wenn sie funktioniert? Ist dir bewusst, dass du dann einfach drauf gehst? Also nimmt er die Kapsel in den Mund, schließt den Strom an und siehe da, sie explodiert. Oh mein Gott, wieder so ein sinnloser Tod. Ja, komplett sinnlos. Erzähl das mal den Verwandten. Die denken sich auch nur so, ey, was macht Günni schon wieder? Das ist eine typische Günni-Aktion, aber jetzt, ja. Tot. In Südafrika sind zwei Handtaschenräuber auf der Flucht. Okay. Südafrika, okay, die haben zwei Handtaschen abgenommen. Vielleicht irgendwelchen Touristen oder keine Ahnung. Und um die Polizei zu verwirren, trennen die beiden sich. Mhm. Einer der beiden springt über einen Zaun und vergisst dabei, dass er sich in einem Zoo befindet. Der flieht in ein Zoo, okay. Erstmal gut und schön. Und dann flieht er in einen Tigerkäfig. Also ein bisschen kann man auch hingucken, wo man geht. Oder vielleicht stellt man sich die Frage, okay, warum ist da jetzt so ein fetter, hoher Zaun? Könnte sein, dass da was dahinter ist, wo du nicht hin sollst. Ja, aber Freunde, es ist ein Handtaschendieb. Es passiert nicht dem Falschen, okay? Okay, Tod ist ein bisschen übertrieben, ja, aber, ne, ihr wisst schon, wie ich es meine. So fällt er in einen Tigerkäfig. So ein bisschen Instant Karma, aber sehr krasses Karma. Sehr, sehr krasses Karma, okay? Und wird zerfleischt, meine Güte. Hm. Und zuletzt kommen wir zu Nummer 1. Christoph Arzninski spielt Trinkspiele mit seinen Freunden. Die Mutproben werden heftiger und... Okay, was kommt jetzt? Einer seiner Kumpels sägt sich die Zehen mit einer Kettensäge ab. Christoph will jetzt natürlich nicht... Was? Was? Das ist doch krank. Die machen Mutproben, okay. Und dann auch teilweise gut mal Mutproben, die ein bisschen gefährlicher sind, meinetwegen. Aber sich die Zehen mit einer Kettensäge abzusenken, warum? Da ist nichts dran an Mut oder so. Danach blutest du einfach. Du hast keine Zehen mehr für den Rest deines Lebens. Warum? Als Loser dastehen, also nimmt er die Säge und trennt sich einfach den Kopf ab. Na, wer ist jetzt der Loser? Also, liebe Zuschauer, so... Was? Der hat sich die Zähne, hat der andere sich den Kopf abgetrennt. Okay, der müsste die sehr besoffen gewesen sein. Das bitte nicht nachmachen, wenn ihr überleben wollt. Vielleicht war das tatsächlich, waren die sehr, 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 sehr besoffen, ja? Also, ich weiß ja nicht. Okay, Freunde, es geht natürlich noch weiter. Grüße gehen raus an die Magangs, an das Kanalmitglied, an Jasmin, Karel, an Finn und an Dragon Queen 1411. Wenn du nicht wieder aufgesehen hast, schreib einfach einen lieben Kommentar. Und mit etwas Glück bist du auch dabei. Okay, es geht weiter, meine lieben Freunde. Do it yourself, Bungee. Ein Mann möchte von einer 22 Meter hohen Brücke mit seinem... Oh nein, do it yourself, Bungee. Der denkt sich so, Bungee-Unternehmen, ich spare mir das Geld. Weil Bungee kostet ja immer ein bisschen, das auch zu machen, ne? Für die Sicherheitsbedingungen, für die Mitarbeiter und so. Der macht, baut er sich das einfach selber. Der hat sich selber ein Bungee-Jumping-Seil gekauft, gebaut oder was. Im selbstgemachten Bungee-Seil springen. Oh, dabei war das Seil an sich nicht mal das größte Problem. Es war einfach nur zu lang. So kracht er auf den Asphalt. Oh, kein schöner Anblick. Nee, das ist also, Nummer 1 ist natürlich, das Seil sollte dick genug sein und elastisch sein. Und die zweite Sache sollte sein, das Seil sollte nicht zu lang sein. Man misst die Brücke aus, wie hoch die ist. Ja, und das Bungee-Seil sollte wesentlich kürzer sein. Ansonsten knallst du auf den Boden, es war einfach länger. Der ist einfach schnurstracks runter auf den Boden geknallt. Stark. Einfach nur stark. Eine Anhängerin der Lichtnahrungsmethode verhungert im Irrglauben, sie könne einfach nur durch Sonnenlicht überleben. Warte mal, es gibt Menschen, die glauben an die sogenannte Lichtnahrung. Die glauben, dass sie satt werden, indem sie Licht tanken? Ey, was? Das gibt es? Ja, und die ist einfach verhungert, ja. Weil Menschen Essen brauchen, Lebensmittel, Nahrung. Nährstoffe, ja. 21 Tage lang sitzt sie in der Sonne, um ihre spirituelle Energie aufzutanken. Dann der Tod durch Dehydration. Boah, 21 Tage hält der Körper ohne Essen aus, ne? Sogar, glaube ich, einen Monat. Und ich meine, ich bin nach ein paar, ey, wenn ich schon hungrig bin, nach ein paar Stunden, bin ich schon, denke ich mir schon so, boah, habe ich einen Hunger, ne? Du könntest theoretisch 20 Tage durchhalten. Der menschliche Körper ist unglaublich. Peace.
Ihr wisst ja, nur eine ausgeglichene Ernährung hält gesund. Die Nummer 7, sich selbst erschießen. Ein Betrunkener will seiner Freundin beweisen, dass Schusswaffen eigentlich gar nicht so gefährlich sind. Wer hat das ausgesehen? Wer hat das ausgesehen? Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, ja, das ist eine Waffe, damit kann sich töten. Er ist total besoffen. Nee, glaub mir. Schusswaffen sind gar nicht so gefährlich, wie du denkst. Hält sich die Knarre an seinen Kopf und drückt ab. Leider irrt auch er sich, denn aufgepasst, sich in den Kopf zu schießen ist sehr wohl gefährlich. Wer hätt's gedacht, dass das gefährlich ist? Wer hätt's gedacht, hä? Wow. Wieder was gelernt. Schrecklich einfach, schrecklich. Nummer 6, einen Kupferdrachen steigen lassen. Ein Elektriker will draußen mit seiner Nichte einen Drachen steigen lassen. Dummerweise ist die Schnur ein wenig zu kurz, so beschließt er, sie mit Kupferdraht zu verlängern. Eben das, was man so als Elektriker dabei hat. Mit Kupferdraht. Okay, Kupferdraht ist sehr, sehr leitend. Wenn natürlich jetzt da ein Gewitter oder der Blitz einschlägt, ist natürlich finito für die... Ne? Dann fliegt der Drache mit dem Draht in einen Strommast und er bekommt einen tödlichen Elektroschock. Ah, okay, nicht gewittert. Das wäre natürlich auch ein sehr krasser Zufall, dass es ausgerechnet dann gewittert, wenn du den Drachen steigen lässt. Aber nein, Freunde, er fliegt in den Strommast. Oh mein Gott, ja gut, das kann passieren natürlich, wenn man einen Drachen steigen lässt. Und ich glaube, auf so einem Strommast ist auf jeden Fall ordentlich Power drauf. Da ist ordentlich Saft drauf, ja. Sex auf dem Dach, USA 2007. Die Polizei findet zwei nackte Körper, die einfach so auf der Straße liegen. Die Ermittlungen ergeben Skandalöses. Die beiden hatten Sex auf einem schrägen Hausdach und sind tragischerweise heruntergepurzelt. Da waren die beiden richtig. Oh nein! Wer schreibt denn sowas? Was sind das für Wortspiele? Ja, wortwörtlich, Bro, wortwörtlich. Okay, die Schrecksekunde vor dem Tod war nicht so cool, aber sonst ist das eigentlich ja. Also während Techtelmechtel gibt es Schlimmeres, sagen wir es mal so. Aber auf dem Schrägdach ist auch sehr gefährlich, ja. Also die hatten, glaube ich, auf ihrer Bucketlist alles Mögliche, ja. Alle verschiedenen Orte, ja. Und dazu gehörte halt auch ein Schrägdach, ja. Die sind da bestimmt runtergerutscht und aus. Hurricane Party, wieder USA, Mississippi 1969. Ein paar Freunde nehmen einen heranziehenden Hurricane einfach mal zum Anlass, eine Party zu feiern. Der Facepalm musste auf jeden Fall sein, Freunde. Die sehen einen Hurricane. Ein Hurricane kommt daher. Ein Wirbelsturm. Eine Windhose. Ja, ein Tornado. Und Hurricanes haben sehr viel Kraft. Und machen eine Party. Ey, Maggie würde um sein Leben laufen. Ich würde alles noch retten, was mir lieb und heilig ist. Und jedem Bescheid sagen. Die machen eine Party. Wollen wir wetten? Die sind am Hurricane dann gestorben. Und der Ehrengast lässt auch nicht lange auf sich warten. Eine 7 Meter hohe Welle kracht in das Apartmentgebäude. Und 20 Gäste sterben. 20 Leute sogar. Also nicht nur einer, sondern 20 Leute einfach direkt. Also auch Hurricanes so lösen natürlich auch Tsunamis aus durch die Stürme. Freunde, ich sag euch ganz ehrlich, mein Mitleid ist begrenzt. Hält sich begrenzt auf jeden Fall an dieser Stelle. Der Spüle ertrinken. Ja, das ist auch möglich. Ein Mann hatte sich ausgesperrt und klettert dann einfach mal durchs Küchenfenster zurück ins Haus. Dummerweise bleibt er dermaßen unglücklich am Wasserhahn hängen, dass er dabei ihn aufmacht, sich nicht mehr befreien kann und grausam ertränkt. Hä, wie? Wir haben den Fakt, er ist in der Spüle ertrunken, im Waschbecken. Aber ich brauche dafür eine bildliche Vorstellung. Ich brauche dafür ein Bild vor meinen Augen. Wie ertrinkt man in einer Spüle? Wie? Der ist durchs Fenster rein, ist so hängen geblieben, dass der ertrunken ist. Aber wie? Man hat doch Hände und man hat Füße. Vielleicht hat er sich den Kopf gestoßen, ist ohnmächtig geworden, aber das hätte er ja hier erzählt. Wo war er ja nicht? Du hast Hände und Füße, womit du dich ja hochraffen kannst oder irgendwie den Kopf, also... Wie? Wenn jemand da von euch dafür eine Idee hat, schreibt es in die Kommentare. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Benzinbier. Ein Mann verwechselt einen Benzinkanister mit einem Bierfass. Gießt. Ja, was soll ich machen? Was fällt mir anderes? Was soll ich anderes machen? Der trinkt einfach aus einem Benzinkanister. Lässt sich auch noch was ein, trinkt davon und ich glaube das jetzt nicht. Entschließt sich auch noch im Anschluss eine Zigarette zu rauchen. Du lieber Himmel, lichterloh geht er in Flammen auf. Was für ein unnötiger dummer Unfall, das gibt. Vor allem, das schmeckt man doch. Hast du schon mal Benzin getrunken? Hast du schon mal Bier getrunken? Da gibt's einen ganz fein geschmacklichen Unterschied. Der trinkt weiter, raucht sich noch eine Zigarette und denkt sich so, irgendwas ist doch, aber egal. Erstmal eine Zigge, ja? Digga, also...
bei manchen fällt mir echt wirklich gar nichts mehr ein. Also, ich weiß nicht, wie man das hinbekommt, ja, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, wie man sowas hinbekommt. Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem Video, mit den dümmsten Todesfällen, Freunde. Wenn ich einen neuen Teil davon raushauen soll, sagt mal Bescheid, Freunde. Mich hat's auf jeden Fall sehr amüsiert. Das war's mit diesem Video. Ja, hier kannst du mich auch abonnieren. Hier kannst du auch mein Instagram abchecken. Hier siehst du zwei andere coole Videos. Check die auch gerne ab. Und bis morgen zu einem neuen Video. Euer El Marco.